Also da reden wir über ein Bild, das Sie im Jahr 2001 gemalt haben, und das Bild heißt Der rote Vogel. Und in dem Bild habe ich, das ist ein abstraktes Bild, und zugleich habe ich in dem Bild auch einen fantastischen Realismus. Das ist eine Kombination, wie ich schon mal besprochen habe, zwischen Abstraktion und fantastischen Realismus. Wenn wir jetzt das Bild anschauen, wir haben blau, rot, gelb, schwarz, violett, eine bunte Formskala haben wir da drinnen. Und der Vogel, der soll ja eigentlich ganz aggressiv wirken. Na, und ich habe einen ziemlich in dunkle Striche gehalten. Zuerst male ich die Form drauf und dann zeichne ich den Vogel drauf. Ziemlich aggressiv und spontan. Man weiß ja nie genau, was man macht. Man macht alles rein vom Gefühl her. Die gelbe Farbe, die habe ich da, weil gelb ist ja immer ein bisschen die Farbe der Gefahr. Alles, was ein bisschen gefährlich ist, ist gelb. Aber natürlich, der eine hat gelb als Gefahr, der eine hat gelb als Aufputschmittel oder als Belebung. Rot ist natürlich, kann die Liebe sein, rot kann Aggression sein. Und schwarz ist immer ein bisschen Unheimliches. Und blau, natürlich muss man schauen, dass man ein bisschen Übergänge hat, dass das Ganze auch eine gute Harmonie hat. Es ist ja alles ein Gefühl, ein Farbspiel. In der Malerei ist immer ein Gefühl und ein Zustand, der momentane Seelenzustand. Wahrscheinlich habe ich was sehr Gutes erlebt, wie ich das Bild gemacht habe. Und wir sehen da den Kopf von diesem Feuervogel, der ist eigentlich schon ein Teil des realistischen, fantastischen Realismus. Und das ist eigentlich eine richtige Kombination zwischen diesen beiden Malereien, Malarten, verstehst du? Und ich bin soweit recht zufrieden mit dem Bild und ich hoffe, die anderen auch.